Ja, und sind wieder bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Beim letzten Mal haben wir die Welt von Peter Pan beendet und sind hier auf den Destiny Islands gelandet. Wo wir weiterspielen. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. Aqua. Then, I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Es war sehr dunkel in dieser Kammer da. Was I guided here in order to meet that boy? Oh! Ahoy! We're over here! Riku, race ya! First one to the boat gets to be captain! Come on! You call that running? Outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But they won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once it was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be, and you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around, or below, or above, so long as you champion the ones you love. Riku! Hmm?
You gotta keep this a secret, okay? Otherwise, all the magic will wear off. Hey, what was that all about? You know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku. Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. Hinter dem Horizont. Ja, das klingt gut. Ja, das war anscheinend die Stelle, wo er ihn zum Schlüsselschwertträger gemacht hat. That light. Is it Ben? Master Terra, find me. We must speak at once. Master Xehanort. Mal gucken, wann ich mich wieder frei bewegen darf. Weitergegebene Stärke. Yay. Mhm. So, da waren wir jetzt auch. So. Jetzt können wir uns hier erstmal nochmal ein bisschen umschauen, denn uns fehlen da noch ein paar Schätze. Gehen wir mal zum Kap. Das heißt, der Bosskampf dieser Welt war Peter Pan und diese ganze Masse einfach nur. Was denn? So. Neues Abschlusskommando. Oh, dunkler Stern. Okay. Lass dich jetzt einfach mal drin. So. Elimini kann endlich mal raus. Dafür kann ich nur eine Antigrafgabe mal reinpacken. Das ist ja noch so eine schöne Attacke. Irgendwas zum Fusionieren vielleicht, um was Neues zu machen? Ich könnte den Feuerschlag mit der Schmetterklinge. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Packen wir noch einen Chaoskristall rein. Noch eine Meteorsalve. Gut. Wollte ich jetzt nicht zwingend daraus bekommen, aber was soll's. Pack dann rein, wenn das eine fertig ist. Ich habe viel zu viele hohe Sachen, die ich einfach nicht zusammen fusionieren kann. Ja. Was nehme ich denn jetzt rein? Mal den Blitzsturz einfach mal hier hin. So, und das ist, damit ich das kombinieren kann, zu Klingenaura direkt. So, die Waffe. Feenblüte war neu. Oh doch, das hinter dem Horizont sieht schon mal sehr schön aus. Dann Geschichte. Einmal die beiden. Was steht denn da zu den Inseln des Schicksals? Zu Riku. Joa. Und die Charaktere. Da-da. Und da-da. So, wie viele Truhen fehlen uns denn noch? 3 Stück. Und 2 Sticker, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay. Dann schauen wir zuerst mal nochmal in die Richtung da hinten. Vielleicht habe ich ja da hinten was übersehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da einen Sticker irgendwo übersehen habe. Dann
Ja. Irgendwo muss ich noch zwei Sticker finden. So. Da oben ist anscheinend auch irgendwie ein Weg. Kann ich da? Nee. Wie kommt man da hoch? Gehen wir erstmal nochmal hier hoch. Von hier. Weil was ich mir vorstellen könnte, von hier aus darüber fliegen und dann auf der anderen Seite wieder rausgehen. Huch. Das ist eine Qualle. So. Dann hier wieder rausgehen. Nicht runterfallen. Ah! Da ist wirklich ein Sticker. Kann ich da irgendwie hin? Ohne runterzufallen? Nee, da kann man nicht weiter. Okay. Hätten wir zumindest schon mal den Sticker. Ja, doch, die Attacke ist auch schön. So, haben wir hier die noch alle kaputt? Oh, Folgerstufe 3. Boah, der dunkle Stern zieht gut was ab. Das finde ich gut. Oh, Attacke wieder mal gestiegen. Auch gut. So. Und... ja, wirklich Meteoriten noch runterregen. Gott. Da hätten wir schon mal das auf der Seite gemacht. Nee, falsche Richtung. Da ist das Boot. Da. So, zwei Truhen, ein Sticker noch. Ich habe ja gesehen, wo eine Truhe ist. Ich konnte ja nur noch nicht dran gehen. Vielleicht können wir ja jetzt dahin. Ich könnte mal speichern, jetzt wo ich hier gerade den Speicherpunkt sehe. Auf den Punkt. Ja. Muss man erstmal nachdenken. Welcher war nochmal der letzte Speicherpunkt? Also eben nicht der letzte, sondern der vorletzte. So. Gibt es irgendwo noch einen zweiten Weg? Da gibt es irgendwie... Wahrscheinlich muss ich da nach oben. Oder? Ah ja, stimmt, die Höhle. Und dann einfach dahin. Von hier aus komme ich doch zu der Truhe hier oben, ne? Ja, sogar zu beiden Truhen. Perfekt. Außer du bist wieder ein Fake. Na gut. Au, au, au. Mach doch nicht sowas. Ich sehe jetzt aber auch keinen weiteren Weg hier. Und auch keine Sticker. Wir sind da oben. Achso, das ist nur das Licht, was da durchscheint. So, mal gucken, ob ich jetzt zu Peter Pan kann. Jetzt, wo wir alles hier geklärt haben. Nee, darf ich nicht. Aber hier steht jetzt Peter Pan rum. Was hast du mir zu sagen? Die Lügen der Erwachsenen verletzen immer nur alle. Lass dich nicht reinlegen und sei stets auf der Hut, Herr. Okay. Mal gucken, ob in der Richtung nochmal was ist. Kann ich da hoch? Nee. Kann ich da lang? Nee. Wo habe ich zwei Truhen übersehen? Moment. Wo genau fehlen mir die denn?
Irgendwo zwischendurch mal. Da habe ich die Karte bekommen. Das ist erst weiter hinten. Okay. Das war jetzt auch der wievielte Sticker? Gucken wir gleich mal. Das ist auch der letzte da hinten. Ist auch nichts. Vielleicht bei der Indianersiedlung habe ich was übersehen. Weiter. Wo habe ich was übersehen? Das ist die Frage. Hier war auch nichts. Ach, jetzt kann ich rein. Ah, und da haben wir den letzten Sticker. Und die letzten beiden Truhen. Okay, ich muss also nur mit einmal mit Peter Pan sprechen. Eine Hochmagieformel. Und ein Leuchtkristall. Ja. Seine ganz eigenen Schatz finden. Seinen ganz eigenen Schatz findet man nicht so leicht, was? Paul ist ein Genie, wenn es ums Spielen geht. Er hat immer die besten Ideen. Selbst wenn er sich mit Captain Hook duelliert, lässt Pan es immer so spielerisch aussehen. Na dann. So, was haben wir denn jetzt schon wieder Neues bekommen? Geofall. Ist das gut? Schauen wir mal. Was ist das? Noch zwei Slots. Hey. Nach einem Sprungangriff schießen riesige Felsbrocken aus dem Boden, ziemlich Schaden. Klingt gar nicht mal so doof. Pack mal für Antigrafra rein. Braucht eh keiner. So, neue Items wahrscheinlich die Hochmagieformel. Okay. Und bei Berichten. Schatzliste ist wieder mal komplett. So muss das. Und ich habe schon wieder vergessen. Ja, das Stickeralbum. So. Ich packe mir mal. Nein. Nein. Nein? Ja, da oben hin. Wann bekomme ich das nächste Mal was? Ach, bei 110 bekomme ich einen Schallschock. Ja, toll. Wie viel fehlen da denn jetzt noch? 5 Sticker noch. Aber ich muss ja noch ein paar nachholen, ne? Ja, 4 Stück muss ich noch nachholen. Das könnten wir bei Zeiten mal machen. Noch ein neues Item? Achso, ja stimmt, ich habe da wieder ein paar Sachen bekommen. So, dann wollen wir nochmal zur Weltkarte gehen. So, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ist die Frage. Der Welt sind wir fertig, wahrscheinlich wieder da oben hin. Ja gut, aber da werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part hingehen. So, wo fehlt mir jetzt alles Sticker? Vielleicht können wir noch den einen oder anderen noch einsammeln in dem Part. So, Verwundetes Reich, Zwergenwald und Palast der Träume erst einmal. Die Frage ist, wo war das jetzt nochmal? Schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Irgendwo müsste ja ein Sticker sein, der wieder mal viel zu hoch für mich war. Das ist mir zu hoch. Das kann ich nicht. Dann laufen wir schnell durch und schauen, halten einfach mal Ausschau. Gar nicht. Das ist auch nichts. Da! Komme ich am besten von da links dran. Ja, aber ich muss dann immer wieder. Okay, dann wollen wir uns mal beeilen.
Na, wobei das sollte eigentlich... Ja, sagt doch gut funktionieren. Und dann machen wir wieder raus. Komme ich da auch so drüber? Ja. Bringt mir zwar nichts, aber ja. Hätten wir doch schon mal einen sehr schnell gefunden. So, dann die nächsten Welt. Ja, bleibt mir nichts dazu übrig, als zu suchen, weil ich habe echt keine Ahnung mehr, wo die sind. So, im Palast der Träume. Gehen wir mal zu dem Vorraum. Wenn ich gerade überlege, wo der Vorraum jetzt überhaupt war. War es da beim Balkon? Ja. Hier ist schon mal keiner. Kann ich vom Ballsaal irgendwo runterspringen und ihn erwischen vielleicht? Da sehe ich keinen. Da sehe ich auch nichts. Nope, hier auch nichts. Weil die Welt war jetzt auch noch nicht so groß. War das nicht hier irgendwo, dass ich hochspringen musste? Oder hier? Nee, hier war es schon mal nicht. Schauen wir mal da vorne in den Gang rein. Da ist sogar wirklich einfach nur Gang. Gut. Da. Und den haben wir dann auch. Hätte einfach nur bei ihm zurücklaufen müssen. Gut. Okay. Das wäre Nummer 2. Dann würde ich sagen, wir holen uns noch den im Verwunschenen Reich. Und den nächsten holen wir dann im nächsten Part und werden dann auch zu Xehanort gehen. Ich glaube, das war unten im Schlossraum. Dem großen Bereich dort. Okay. Achso, nee, das war nur... Ich dachte, wie der Kronleuchter wäre jetzt irgendwie was gewesen. Schauen wir mal, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Weil ich meine, das war in der gleichen Stelle wie bei Ventus. Dass der einfach da irgendwo weit oben war, wo ich nicht mit normalen Sprung dran kam. Moment. Kann man noch mit einem guten... Sprung und eine schöne Luftgrätsche. Ja. Dann komm. Wobei, wir holen auch dem eben noch in Radiant Garden. Dann können wir im nächsten Part dann direkt zu Xehanort gehen. Weil ich glaube, dann müsste es ja bald zu dem Kampf gegen Arrakis kommen. Und den können wir vielleicht dann komplett dann, je nachdem wie lange die Cutscenes sind, in den nächsten Part packen. Da hätten wir schon, zumindest schon mal alle Sticker hier geholt. Die wir bis jetzt haben können. So, wo war der jetzt in Radiant Garden? Puh. Ja, ne? Ich glaube, der war auf jeden Fall nicht hier unten in dem Bereich. Der müsste, glaube ich, irgendwo weiter oben gewesen sein. Aber wo weiß ich auch nicht mehr. Ist auch nichts weiter. Aber die Musik ist auch weiterhin schön. Hier habe ich den schon. Ich habe ja noch mit größter Mühe den Sticker bekommen. So. Wo war der nur? Dem nochmal schnell durch alles laufen.
Die Welt ist ja zum Glück nicht groß. Wenn, dann laufe ich dann eh wieder nur an dem vorbei. So, hier hinter war nichts, ne? Hier war dann nur bei Aqua. Da müsste ja wahrscheinlich irgendwo relativ weit hoch sein, wo ich nicht so normal drankomme. Hier ist er auch nicht. Okay, dann wieder zurück. Konnte Terra zum Schloss? Ich weiß es gerade nicht. Aber wenn ich die Welle quasi vor uns zurückgehe, fällt mir vielleicht auf, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich meine, das war auch einer, den ich gesehen habe, an den ich nicht dran kam. Ich weiß es nicht mehr. Das sind halt alles so Welten, die sind wieder schon so lange her. Man hat ja beim letzten, ich glaube im letzten Part gesehen, dass der eine Speicherpunkt vom 15.01. war. Und das war ja, als ich dann diese große Aufnahmesession zu Terra gemacht habe. Ja, okay. Das war schon mal die falsche Richtung. Wer hat eine 50-50 Chance? Ich habe wie immer falsch gewählt. Wer kennt das nicht auch? 50-50 heißt so viel wie 90-10 gegen euch. Es gibt kein 50-50. Moment, der kann da gar nicht lang. Moment. Doch da unten? Oder hier? Moment. Das ist doch im Garten? Oder bin ich einfach jetzt nur gekonnt dran vorbeigelaufen? Ja, da hinten im Garten. Stimmt. Ich erinnere mich jetzt, wo ich es wieder sehe. Ah, ich bin doof. So. Damit hätten wir auch alle Sticker. Nachgeholt mal eben. Ja, es hätte so schnell gehen können, aber nee. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwo weiter vorne verpasst. So. Dann packen wir die mal eben alle drauf. Den Schallschocker halten. Ich packe auch nochmal dahin. Und das kleine Flugzeug auch noch dahin. Und den Ballon. Damit fehlt echt nur noch ein Sticker, ne? Der dann in der letzten Welt dann noch kommt. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Beim nächsten Mal dann zu sehen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.